Schon, hilf mir. Fertig. Oh, Shriv. Hey. Nicht gestorben, hä? Genau. Dann los. Irgendwo hier müsste ein Computerterminal sein. Teilen wir uns auf. Wir treffen uns, wenn wir was gefunden haben. Dann ziehe ich mal alleine los. Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront 2. So, wir machen mit der Kampagne Wiederbelebung weiter. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Anpassen, nicht schießen. Geht klar. Dio, häng dich in den Teilcomputer. Scanne den Sternenzerstörer nach einem Eingang. Was ist der Status dieses Hangars? Voller Truppler. Sie würden uns abschießen, sobald wir an Bord gehen. Weitersuchen. Die Erste Ordnung ist die größte Gefahr, der wir uns je gestellt haben. Wenn sie die Republik bereits zerstört hat, kommt der Widerstand als nächstes dran. Können wir helfen? Wir gehen an Bord von Husks Sternenzerstörer, stehlen mögliche Informationen, die der Widerstand gebrauchen kann, und verschwinden wieder. Logo, null Problemo. Dann schauen wir doch mal, ob wir hier an Bord kommen. Das wird nicht klappen. Da ist kein Platz für uns. Delta 6, Commander Hask hat ihre Einheit befohlen, auf Vardos zu bleiben. Bericht. Sind wir Delta 6? Was melden wir? Ich glaube, unsere Tarnung fliegt auf. Eröffnen wir das Feuer. Vielleicht können wir sie überraschen. Alarm! Feindliche Thais nehmen Kurs auf die Retribution. Abschießen! Sie wollen zu uns. Finde einen Zugang. Werde kreativ, falls nötig. Rotz wird lieber weg hier. Das wird dauern. Dann holen wir die Teils eben runter. Damit kenne ich mich aus. Glaub was nicht, rotz mir weg hier. Noch nichts. Komm schon, Dio, du schaffst das. Wow! Gleich mal drauf gegangen hier. Okay. Probieren wir gleich nochmal. Dio, finde einen Zugang. Werde kreativ, falls nötig. Triff. Das wird dauern. Dann holen wir die Thais eben runter. Damit kenne ich mich aus. Dio, scannt noch. Feuert weiter auf die Thais. Na, wieso, was sehen wir da hier? Noch nichts. Komm schon, Dio, du schaffst das. So, wie sind sie denn mal? Okay, Dio hat das bei den Triebwerken. Fliegen wir zum Heck des Schiffes. Okay, schauen wir mal. Aufpassen, die ballern mir gleich runter hier. Ein Kühlkörper neben dem Triebwerk? Wir zerstören ihn und haben einen Zugang. Boah, Alter. Naja, da muss ich erst mal ein bisschen Abstand nehmen hier.
Alter! War doch richtig! Na, wie jetzt? Wir werden alle sterben. Alter, muss ich hier durchfliegen, oder was? Was ist das? Ich bin meinen super Flugkünsten hier. Alles geschafft oder habe ich nicht geschafft? Okay, wir machen den Hypersprung. Komm schon, hilf mir. Fertig. Oh, oh Shriv. Hey. Nicht gestorben, hä? Genau. Dann los. Irgendwo hier müsste ein Computerterminal sein. Teilen wir uns auf. Wir treffen uns, wenn wir was gefunden haben. Dann ziehe ich mal alleine los. Wir brauchen Zugriff auf die Schiffsloks, Daten oder Kommunikationszentrum. Was immer wir zuerst finden. Was für Informationen sind? Sie müssen unterwegs sein. Schwärmt aus und findet im die Moment Eindringlinge. Alles, was dem Widerstand helfen könnte. Soll ich die killen oder soll ich die nicht killen? Kill sie einfach mal. Okay. Ja, Ma'am. Tut mir leid. Wow, das sieht schwer aus. Ich glaube, jetzt wird es Zeit, große Geschütze aufzufahren. Das ist ein Staubsauger, oder was? Fahren wir hier ein bisschen. Okay. Läuft, würde ich sagen. Oh. Alter Schwede. Wir brauchen Zugriff auf die Schiffsloks, Daten oder Kommunikationszentrum. Was immer. Wir müssen langsamer machen. Was für Informationen? Im Moment. Alles, was dem Widerstand helfen könnte. Alle zu mir! Ich sehe einen Offizier! Aufpassen! Eine Waffenkammer. Okay, einen Offizier haben wir auch bekommen. Schon wieder das hier nehmen. Aus. Das war jetzt auch nicht so schlecht vorher. Es ist Zeit, große Geschütze aufzufahren. Oh oh. Lass
schon besser. Eine Granate rein hier. Ich glaube, das war vorhin eben das schwere Geschütz, was mich hier ausgeschaltet hat. Okay. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Okay. Was Schützenswertes. Hecken? Hecken? Riff, ich glaube, wir haben es gefunden. Komme schon. Holy moly. Seht ihr was? Hier drüben. Projekt Wiederbelebung. Moment mal. Genata, Automox-System. Die Erste Ordnung verschleppt Kinder und zwingt sie dazu, Sturmtruppler zu werden. Ihre militärische Stärke muss ja... Ich will's gar nicht wissen. Vielleicht finde ich irgendwas. Sind das... Großkampfschiffe. Genug für die Kontrolle über die gesamte Galaxis. Bleib stehen. Was ist das? Ein Dreadnought der Ersten Ordnung. Klingt jetzt schon schlecht. Ist es auch. General Organa hat davon erzählt. Hauptsächlich Gerüchte, aber... Tja, sie sind beängstigend. Dann müssen wir eine Schwäche finden. Theo, los geht's. Lad die Pläne des Schiffes runter. Wir müssen sie zu Leia und dem Widerstand bringen. Solange das Schiff im Hyperraum ist, fliegen wir nirgendwo hin. Ich habe eine Idee. Finde einen Weg hier raus und mach schnell. Du wirst wissen, wenn es soweit ist. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Viel Glück, ihr zwei. Also, dieser Plan. Wir reißen diesen Sternzerstörer aus dem Hyperraum. Okay. Ich verstehe nicht, warum Schrift immer so ein nervöses Wrack ist, wenn ihr zusammen seid. Wir reichen 50 Milli. Wo muss ich hier lang? Hier geht's nicht, dann muss es hier weitergehen. Höher verriegeln! Sicher. Die haben die zugemacht, oder was? Detonatoren ein. Dein Plan ergibt für mich immer mehr Sinn. Nimm so viele, wie du tragen kannst. Ich bin dann mal so frei. Mach mal. Abschau! Schieß! Ich brauche ein bisschen Hilfe. Na, bin ich voll. Scheiße. Ach, schon besser. Okay, den Bereich sichern. Können wir hier was machen? Hacken. Hacken? Okay. Hacken können wir. Okay, ein Haufen Leute da drin. Hack das Ding. Schmeißen wir gleich mal eine schöne Granate rein. Ausschalten! Abstand verringern!
Alles sicher. Okay, haben wir schon gesichert. Ich habe Offiziere belauscht. Der Widerstand hat die Basis der Ersten Ordnung gefunden. Sie greifen jetzt an. Sehr gut, Shriff. Wir sind fast fertig. Halt dich bereit. Dann bis gleich. Say, wenn wir an dem Generator Detonatoren platzieren, bremst das Schiff in einer Sekunde von Lichtgeschwindigkeit auf Null. Machen wir es. Ja, mach mal bitte. Bringen wir die Detonatoren an den Generator an. Ich mach das. Du gibst mir Deckung. Ach so, sehr verteidigen. Ah, okay. Verstärkung im Anmarsch. Eindringlinge in der Hyperantriebspunkt. Alle verfügbaren Einheiten. Say, schaffst du das? Ja, Mann, hat alles drin. Wir können praktisch im Kreis gehen. Hey, Statusbericht. Ich sehe gar nichts. Mehr Sturmtruppen. Senator 2 ist scharf und bereit. Kann ich einfach hier? Los, ey, geh, zieh! Hier ran, da komm. Offizier! Jetzt geht's aber ab hier. Ich brauche Heilung. Ha, nicht schlecht, Droide. Mach die denn! Mach doch mal was! Oh nee! Alter Schwede! Okay, so schlecht war es aber jetzt gar nicht, aber ich verstehe jetzt nicht. An dem Generator an. Ich mach das, du gibst mir Deckung. Warum jetzt die hier nicht weitergegangen ist? Alle verfügbaren Einheiten sofort melden. Detonatoren scharf. Ja, fast fertig.
haben jetzt gar keine Waffen, sehe ich gerade. Ich habe hier Probleme. Nicht gut. Ist der Detonator scharf? In einer Sekunde. Ja, diese scheiß Granatenkacke. Sekunde. Ist scheiße, weil ich eben keine andere Waffe mehr habe. Schauen wir mal hier, gibt es hier was Besseres? Nehmen wir los. Bringen wir die Detonatoren an den Generator an. Kann ich denn hier irgendwo noch Waffen aufnehmen? Hey, hier geht's lang. Eindringlinge in der schauen wir mal hier. Gibt nichts mehr. Kann ich irgendwo mal Waffen nehmen? Scheiße. Hier unten vielleicht noch? Ah, hier kann ich noch Waffen aufnehmen. Ah, sehr gut. Ist ja auch nicht schlecht. Stellen wir hier gleich mal eine auf. Mehr Sturmtruppen. Hey, Statusbericht. Wird schon. Von denen. Heilung, bitte. Nein. Ich schulde dir was. Detonatoren scharf. Weg.
Feindliche Verstärkung im Anmarsch. Heil mich mal bitte. Ist der Detonator scharf? In einer Sekunde. Das waren alle. Okay. Wo bin ich hin, Bitch? Wir sind fertig. Chris, hast du uns einen Fluchtweg beschafft? Ja, aber nur als Warnung. Das wird verdammt kuschelig. Okay. Liegt, bin ich zufrieden. Bis gleich. Okay, bleibt nur noch der Reservegenerator. Sie jetzt hier entriegeln. Ich hacke sie. Okay. Mach mal bitte. Hallo. Eindringlinge sind am Zentralcomputer. Schon wieder verteidigen, nein. Klingt, als bekämen wir wieder Gesellschaft. Du und Dio, ihr schafft das, oder? Davon kannst du ausgehen. Mehr Sturmtruppen. Sie schießen auf mich. Mach mal Geschütz. Ja, die macht praktisch, wenn sie angeschossen wird, okay. Ach, geh. Was war denn jetzt hier? Mann. Okay, bleibt nur noch der Reservegenerator. Erst mal schauen, die Sicherheitstür. Ich hacke sie. Alarm! Eindringlinge sind am Zentralcomputer. Du und Dio, ihr schafft das, oder? Davon kannst du ausgehen. Mehr Sturmtruppen! Ach nee, sag ich das hier. Weil die gar nicht haben. Thank you.
Mach mal hin jetzt. Hier kriegst du gerade. Komm. Hör auf zu schießen! Und fertig! Mach mal, mach die denn. Okay. Raum gesichert, aber nicht für lang. Dio, hack den Computer. Schick die Verstärkung woanders hin. Platzieren wir die letzten Ladungen und dann ab zur Widerstandsbasis. Eindringlinge bei der Kommunikation. Okay, den Reservegenerator erreichen. Okay, da ist der Generator. Die letzte Ladung platzieren. Klar, dann suchen wir Schrift und verschwinden. Eindringlinge verloren! Waffenbucht durchsuchen! Say? Lass mich los! Nein! Das ist die Einen, die ich kenne! Mutig, unberechenbar! Benutz deine Waffe! Los, benutz deine Waffe! Say! Alles okay. Mutterschaft hat dich weich gemacht. Oh, ich glaube, dass sie sie getroffen hat, oder? Du Schwein. Okay, würde ich sagen. Let's fetz. Stoppen wir dieses Schiff. Wir haben es geschafft. Hey Mann, was ist los? Hey,
Nein, 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 er hat nicht, er konnte nicht. Okay, Mom, du brauchst jetzt Hilfe. Komm schon, nein, Mom, komm schon. Hör auf, es ist zu spät. Es ist zu spät. Hör zu, du musst Dio unbedingt zum Widerstand bringen. Hast du verstanden? Nein, wovon redest du überhaupt? Nein. Alles wird wieder gut. Nein, wird's nicht. Hatte der Hask anscheinend doch getroffen? Wie kannst du so ruhig sein? Komm jetzt. Ich habe Angst. Hab mehr Angst vom Scheitern als vom Sterben. Ich habe Hoffnung wegen dir. Hör zu. Hör zu. Wir kämpfen, damit andere leben. Und wenn wir sterben, dann tun wir das aus demselben Grund. Verstehst du das? Ich liebe dich. Ich liebe dich, Mom. Ich wünschte, du könntest dich jetzt sehen. Ich bin allein, Shriff. Sie ist tot. Oh. Es ist okay. Sie hat's geschafft. Sie schafft es immer. Kontaktiere den Widerstand. Sag ihnen, dass das hier erst der Anfang war. Denn die erste Ordnung wird kommen. Aber wir haben Hoffnung. Okay, Leute. Die uns den Sieg bringen wird. Sektor sicher Widerstandsbasis. Kein Anzeichen der ersten Ordnung. Moment. Kein Kontakt. Hier spricht Shriff sogar. Freigabecode 73Tau. Wir sind Verbündete und bitten um Landeerlaubnis. Bitte erschießt uns nicht. Landeerlaubnis verweigert. Aber ich hab bitte gesagt. Warten Sie auf Anweisungen. Das passt schon. Wir müssen nur erklären, was los ist und... General Organa. Shriff, ich hab Ihre Nachricht erhalten. Dann musst du Zay sein. Das mit deiner Mutter tut mir wirklich sehr leid. Sie war eine komplizierte Frau, aber mit ihr war diese Galaxis eine bessere. Danke, Ma'am. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Wir haben etwas für Sie, General. Pläne für den Dreadnought der ersten Ordnung. Die Übertragung läuft. Ich leite Sie sofort an Commander Dameron zur Analyse weiter. Ich bin bereit für den Kampf, General. Das glaube ich dir, aber der Widerstand evakuiert. Die erste Ordnung kommt immer näher. Statt sie frontal anzugreifen, habe ich eine dringende Mission für euch. Wir haben Verbündete im Outer Rim. Ich brauche ein Team, das sie sucht. Ich weiß, ihr seid müde. Habt unglaublich viel gekämpft und so viel verloren. Aber ihr müsst weitermachen. Schafft ihr das? Sie können auf uns zählen, General. Viel Glück, Inferno-Trupp. Gut, Leute, damit würde ich sagen, war es auch schon wieder mit der Folge hier. Ich bin gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht und was wir dann mit der Serie auch machen müssen. Oder ist es auch schon wieder vorbei? Okay, dann war es das schon mit dem DLC. Hätte ja eigentlich gedacht, dass es ein bisschen länger geht, aber okay. Es hieß ja, dass da immer wieder ein paar Häppchen kommen.
Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn das nächste DLC wiederkommt, ja, mit Star Wars oder auch Multiplayer. Gut, also dann, ciao, ciao, euer Andi.